Hallöchen Mädels, der November ist zwar schon wieder eine Woche alt, aber ich dachte mir, ich zeige euch heute trotzdem mal meine Monatsfavoriten aus dem Monat Oktober. Und ja, da fangen wir auch direkt mit einem Teil an. Das trage ich nämlich gerade und das ist meine allerliebste Strickjacke. Ja, auch das kann ein Favorit sein. Ich liebe Strickjacken. Herbstzeit ist für mich einfach Strickjackenzeit. Ich habe sie in allen möglichen Farben, Variationen, mit Rüschen, ohne, ach, keine Ahnung. Und ja, das ist hier meine allerliebste. Sie ist rosa, sie hat Rüschen und gibt es noch mehr Gründe? Nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja, die liebe ich. Ich habe die damals extra aus einem Outlet bestellt im Internet, weil die kommt von Vero Moda, glaube ich. Und die gab es nicht mehr, die war aus einer Frühlingskollektion, glaube ich, damals. Und ja, die gab es bei uns nicht mehr und man konnte sie auch nicht mehr bestellen. Und ich habe das ganze Internet abgesucht und musste sie unbedingt haben und habe sie letztendlich dann auch bekommen. Und ja, habe zwar ein bisschen mehr bezahlt halt mit Versand und so, aber das war es mir wert auf jeden Fall. Und ich liebe sie einfach. Ja, so, das war's von meiner Strickjacke. Genug erzählt. Jetzt steigen wir mal ein in meine Beauty-Favoriten. Ich habe mir 10 Stück ausgesucht, beziehungsweise 9, weil Nummer 10 war ja diese Jacke. Und ja, als erstes habe ich hier ein Produkt, das ist meine Clinique All About Eyes Rich Augenpflege. Ich glaube, die könnte auch zu meinen Alljahresfavoriten zählen, weil ich liebe dieses Ding einfach. Ja, ich habe schon mal gesagt, die ist teuer, ich weiß das und es tut mir auch jedes Mal weh, um ehrlich zu sein, aber die ist einfach die beste. Seitdem ich die benutze, ich hatte vorher immer ja, staubtrockene Augen, beziehungsweise die Partie unter den Augen war staubtrocken wie eine Wüste. Und Concealer, also sobald die ein bisschen deckender waren, camouflagemäßig in die Richtung, sahen die bei mir einfach unschön aus. Und seitdem ich diese Creme benutze, ist das auf jeden Fall weggegangen. Sie reduziert auf keinen Fall eure Augenringe. Also das könnt ihr euch schon mal von der Backe putzen, sage ich ganz ehrlich. Aber sie reduziert die Trockenheit auf jeden Fall. Und ich bilde mir ein, dass wenn die Augen nicht mehr so trocken sind, beziehungsweise nicht die Augen, sondern die, wie sagt man eigentlich, diese Partie unter den Augen einfach, wenn die nicht mehr so trocken ist, dass es dann nicht mehr ja, so auffällt oder auf jeden Fall nicht mehr so unschön aussieht. Und den Rest muss man halt mit Concealer abdecken. Das ist halt so, ja, ein absoluter Liebling von mir. Und ich glaube, sie wird es auch noch lange, lange bleiben. Wenn wir einmal beim Gesicht sind, machen wir direkt weiter mit diesen beiden Produkten. Beziehungsweise ist es ein Produkt. Ich wollte euch nicht nur das zeigen, weil dann denkt ihr, hä, wieso hält die Alverde Fixing Spray in die Kamera und sagt, das ist ein Gesichtspflegeprodukt. Nein, ja, hier war, und ja, hier war mal Alverde Fixing Spray drin. Vor langer, langer Zeit. Und ich habe da mein Rosengesichtswasser, beziehungsweise Gesichtswasser Wildrose von Alverde reingefüllt. Das hat den Hintergrund, ich war vor ein paar Monaten in einem Kosmetikstudio bei uns hier im Ort. Und die, ja, da habe ich mir halt so eine Behandlung machen lassen. Ich habe den Gutschein geschenkt bekommen und da habe ich mir halt so eine Behandlung machen lassen. Und die haben so ein Zeug. Die Marke nennt sich Pharmos Natur und ich sag euch, die ist wirklich spitze. Und ich überlege mir ernsthaft, wenn ich alle meine Gesichtspflegeprodukte irgendwann mal aufgebraucht habe in diesem Leben, mir die Creme und die Produkte von denen zuzulegen. Weil, Leute, jetzt kommt schon wieder der Krankenwagen, meine Gott. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt hat der Krankenwagen mich aus dem Konzept gebracht. Nein, auf jeden Fall, ich überlege mir ernsthaft, die zuzulegen. Die Creme, ich sage euch das direkt, falls ihr die Marke kennt, die ist... Ja, jetzt ist aber auch mal gut. Die Creme ist schweineteuer. Die Produkte allgemein. Ich sage euch das so, wie es ist. Und es ist wirklich, also wenn ihr das Produkt nicht kennt, ich würde auch sagen, spinnt die? Ich glaube... Keine Ahnung, die Creme liegt bei 65 Euro oder was, oder also an die 70 Euro. Es ist schon sehr hochpreisiges Niveau. Die haben ein ganz großes Benefit, diese Produkte. Die haben
enthalten sehr viel reine Aloe Vera. Diese normalen Produkte aus der Drogerie oder keine Ahnung auch woher, da steht überall Aloe Vera drauf. Ja, da ist auch bestimmt Aloe Vera drin, also als letztes in der Zutatenliste, beziehungsweise in der, wie sagt man, nicht Zutaten bei Kosmetik, Inhaltsstoffen, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Da ist Aloe Vera drin und nicht zu knapp. Und das merkt ihr auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Sie hat mir halt so ein Gesichtstonic draufgesprüht. Da habe ich erstmal gemerkt, wie erfrischend das einfach ist, wenn ihr euch das nicht auf dem Wattepad gebt, das Gesichtswasser, sondern euch das direkt aufsprüht. Und so kam mir eigentlich die Idee. Dann habe ich gegoogelt nach Produkten, weil ich gedacht habe, das Tonic oder das Sprühzeug halt von denen, das kostet auch irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Ist halt auch sehr teuer, wie die gesamte Marke. Und ich dachte mir, ja, du hast noch so viele Sachen, probierst du mal was Günstigeres. Ja, und hab dann gegoogelt und es gibt halt auch nicht so viele Hersteller, die dieses Zeug in Sprühflaschen anbieten. Jetzt hast du mich unterbrochen, jetzt bin ich aus dem Konzept. Wolltest du gar keins? Ach so, danke. Ich habe nichts Wirkliches gefunden und da kam mir doch die Idee, machst es doch selbst. Und der eignet sich super dafür. Und die Flasche ist schön klein und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Seitdem fülle ich mir halt immer dieses Produkt in diese Flasche ab. Und von daher soll ich dann halt dieses Produkt eher in die Kamera halten. Ich mag das. Es ist ein schönes, erfrischendes Erlebnis für mich, auch jetzt, wenn es kühler wird, einfach mir das aufs Gesicht zu sprühen nach der Reinigung und das schön antrocknen zu lassen. Das gibt meiner Haut Feuchtigkeit und einen guten Start in den Tag. So, und jetzt habe ich, glaube ich, 5 Minuten oder bestimmt 10 Minuten über dieses Produkt gelabert. Mein Gott, jetzt muss ich mich echt dran. Deshalb geht es jetzt auch direkt weiter mit dem nächsten Produkt, meine Haarmilch. Ihr habt euch vielleicht gewundert, dass ich in meinem letzten Aufgebrauch keine Spülung oder kein Shampoo, beziehungsweise keine Spülung eher gezeigt habe, weil normalerweise brauche ich schon ziemlich viel, aber das liegt an dem Produkt, weil seitdem ich das habe, brauche ich nicht mehr so viel Spülung, weil das ist so ergiebig und so toll, dass ich einfach nicht mehr so viel davon brauche und deswegen auch nicht mehr so viel aufbrauche. Und ich habe das 2-mal nachgekauft und ich glaube, ich werde das auch wieder nachkaufen, weil ich es einfach, ja, liebe. So, das war's schon mit der Pflege. Jetzt kommen wir zur dekorativen Kosmetik, das, was euch wahrscheinlich am meisten interessieren wird. Und da habe ich als erstes dieses Produkt hier. Das ist die Cocoa Blend Palette von Zoeva. Ja, die habe ich, glaube ich, seitdem ich sie habe, und es ist noch nicht so lange, habe ich die immer und immer wieder benutzt. Und ja, ich habe auch schon mal einen Look damit geschminkt, der bald auch mal online kommen wird, wenn ich mal dazu komme, das Video zu schneiden. Auf jeden Fall große Liebe. Dann kommen wir zu einem Produkt, das kennt ihr sicher auch alle. Das wird ja auch auf Instagram rauf und runter gezeigt und gehypt und oh, die ist toll und ja, sie ist wirklich toll. Und das zu einem erträglichen Preis, finde ich. Und ja, es handelt sich hier um die Catrice HD Liquid Coverage Foundation. In der Farbe 010 habe ich sie jetzt light beige. Sie ist echt gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass was so flüssig ist, so brutal decken kann. Das Zeug kommt raus, als wäre es Wasser und ihr macht das auf euer Gesicht und das zaubert euch einfach einen ebenmäßigen Teint. Anders kann ich das nicht beschreiben. Die ist wirklich super. Dann habe ich noch ein Teintprodukt, das ist diesmal ein Concealer und das ist der Essence Get Picture Ready Brightening Concealer Instant Flawless Finish in der 10 Ivory. Auch der ist seit der Sortimentsumstellung in der Theke. Ja, Mädels, ich sag euch sofort, wenn ihr irgendwas sucht, was mördermäßig deckt, à la MAC Pro Longwear Concealer, dann seid ihr hier an der falschen Adresse. Sorry dafür. Der deckt nicht so wirklich gut. Ja, ich gebe ja immer noch die gelbe Camouflage von Catrice da runter, um meine Augenschatten so ein bisschen zu korrigieren, einfach von der Farbe her. Aber ja, der hält meine Augenpartie auf und da ist
Ja, da ist irgendwas drin, ich weiß es nicht. Da ist kein Glitzer drin, also meiner Meinung nach nicht, habe noch keinen gesehen. Sonst hätte ich wahrscheinlich den schon längst aussortiert, weil das hasse ich wie die Pest. Da ist nichts dergleichen drin, aber da ist irgendwas, ja, der hat irgendwie eine gewisse Leuchtkraft, die meine Augenpartie so ein bisschen zum Strahlen bringt und das mag ich halt. Der Schwamm, das sagte ich ja bereits, der ist absoluter Käse, damit könnt ihr nichts reißen. Ich gebe mir den auch auf die Handfläche und tapfe da mit dem Blut... Beauty Blender rein und bring mir den unter die Augen und fertig. So, dann habe ich die nächsten beiden Favoriten. Ich tag die jetzt mal zusammen, weil das sind beides Pinsel. Die kommen beide von Zur Eva. Und das ist einmal die Nummer 101 Luxe Face Definer und einmal 105 Luxe Highlight. Ich hatte vor, ich glaube, 2 Monaten oder so, hatte ich mal ein Bild gepostet bei Instagram. Wo ich auf der Suche war nach guten Setting-Pinseln. Einfach für unter die Augen und fürs Gesicht, für Puder. Und da wurden mir auf jeden Fall am meisten von euch diese hier empfohlen. Erstmal danke dafür. Weil die sind echt super, ihr hattet recht. Die sind wirklich super. Der ist für unter das Auge, für den Concealer zu setten. Einfach toll. Der ist weich, der kratzt nicht. Der nimmt das Puder super auf und hält es auch fest und gibt es halt nach und nach ab. Super Pinsel. Ja, und der andere ist hier der dickere davon. Der ist schön buschig. Der 101 Luxe Face Definer, sagte ich ja bereits. Und ja, für Puder aufs ganze Gesicht zu bringen, mal zack zack, um das Make-up zu setten. Ja, ist der super einfach und das ist mein absoluter Favorit. Ich nehme den, wie gesagt, für Puder aufzutragen und auch so nochmal zum Verblenden, weil ich habe irgendwie den Spleen. Wenn ich Rouge und Contour und Bronzer oder ja, beides oder eins von beiden aufgetragen habe, habe ich immer irgendwie noch den Spleen, dass es für mich nicht verblendet genug aussieht, obwohl ich schon Blendepinsel nehme. Ich weiß nicht, habt ihr das auch? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Oder ob nur ich so bekloppt bin. Weil ich immer den Eindruck habe, dass es dann zu auffällig ist oder so. Ja, das Einzige, was bei mir halt auffällig sein darf, das sind die Lippen. Dazu stehe ich. So, und als letzten Favoriten, und dann habt ihr das auch geschafft, habe ich hier einen Lip Liner. Der kommt von Trended Up und das ist die Farbe 410. Ja, der passt irgendwie zu allen meinen Lippenstiften. Das ist nicht, ja, das ist kein Nude richtig, das ist aber auch kein Rot. Ich sagte es ja schon in meinem Haul oder schrieb es, Farben beschreiben ist nicht so meins. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle und sage einfach, ja, ich swatche ihn euch mal hier hin und zeige ihn euch. Hier ist er. Wie gesagt, ich lasse es an dieser Stelle, diese Farbe zu beschreiben. Wenn ihr noch einen guten Lip Liner sucht und ihr auch so diese Farben bevorzugt, so wie ich, auf den Lippen, dann guckt euch den auf jeden Fall mal an, der ist super. Und von der Qualität her, ich habe schon mehrere von Trended Up, das ist nicht mein erster. Ja, die sind einfach super, wie Butter über die Lippen und so fühlen sie sich auch an und halten dabei lange. Die Farbe 410, guckt ihn euch ruhig mal an. Ja, das war es dann heute auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt, wenn ich euch meine Monatsfavoriten zeige. Oder ob ihr sagt, ach nee, das macht irgendwie jeder, habe ich keine Lust drauf. Könnt ihr mir ja mal gerne schreiben. Ich freue mich außerdem immer über Feedback, über Verbesserungsvorschläge natürlich. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mädels. Macht's euch fein und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich. Tschüss!